Ja, wir haben jetzt schon mehrmals gesehen, dass Eigenwerte eine große Rolle in der angewandten Mathematik spielen. Beispiele waren zum Beispiel, wir haben die Zweigung einer Matrix angegeben als die Wurzel aus dem betragsgrößten Eigenwert von A transponiert A. Das heißt, um die Zweinorm ausrechnen zu können, müssen wir den betragsgrößten Eigenwert einer Matrix ausrechnen können. Dann haben wir beim letzten Mal uns angeschaut, die Gesamt- und Einzelschrittverfahren und haben festgestellt, dass die konvergieren genau dann, wenn der Betrag des betragsmaximalen Eigenwerts kleiner ist als 1 oder wenn alle Eigenwerte tatsächlich kleiner sind als 1. Um das wirklich nachrechnen zu können, müssen wir natürlich ein Verfahren haben, um Eigenwerte zu bestimmen oder Eigenwerte näherungsweise zu bestimmen. Ein Verfahren haben wir schon kennengelernt. Das war der Satz von Gersh-Gorin, der uns ungefähr sagt, wo die Eigenwerte einer Matrix liegen. Tatsächlich ist er im Normalfall viel zu ungenau. Und deshalb wollen wir uns ein bisschen was anderes angucken. Wir wollen uns eine Alternative anschauen heute. Und zunächst mal möchte ich mit Ihnen ein kleines numerisches Experiment machen. Man könnte nämlich eigentlich auf eine ganz einfache Idee kommen, wie man Eigenwerte berechnen kann. Nun, Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Und man könnte ja zum Beispiel auf die Idee kommen, wir berechnen die Eigenwerte, diese Nullstellen, einfach mit Hilfe des Newton-Verfahrens. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich mache das mit zufälligen Matrizen. Ich hoffe also, dass das tatsächlich funktioniert. Okay, gut. Das ist alles jetzt hier nicht sehr effizient programmiert. Ja, das habe ich hier vorhin in kürzester Zeit gemacht. Wir definieren eine oder wir generieren uns eine zufällige symmetrische Matrix in diesem Fall. Symmetrisch macht das Ganze ein bisschen einfacher. Das werden wir nachher sehen. Und schauen uns das charakteristische Polynom davon an. Das will ich zunächst mal plotten. Wir fangen an mit einer symmetrischen Matrix der Ordnung 3 Kreuz 3. Und Sie sehen, wir erwarten drei Nullstellen und die haben wir auch tatsächlich. Ja, und ich sage Ihnen gleich, diese zufälligen Matrizen, die haben sehr angenehme Eigenschaften. Wenn Sie Statistik oder Stochastik gehört haben, dann werden Sie das wissen. In diesem Fall ist es so, eine Nullstelle liegt in der Nähe der 3 hier vorne, zwei liegen in der Nähe der 0. Und das ist tatsächlich bei allen stochastischen Matrizen der Fall, die so zufällig erzeugt wurden. Und wir können uns mal anschauen, was macht das Newton-Verfahren mit diesen Nullstellen. Nur wir wissen, diese Nullstelle hier vorne, die liegt ungefähr so in der Nähe von, ich sag mal so 2,3 oder sowas. Ja. Also fangen wir mal an mit 2,3 und lassen das Newton-Verfahren anlaufen. Und Sie sehen, es passiert das, was wir erwarten. Wir wissen, das Newton-Verfahren ist konvergent in einer kleinen Umgebung der Nullstelle. Das heißt also, hier vorne, da bin ich irgendwo angefangen und habe das Newton-Verfahren laufen lassen. Das ging also von 2,3, war keine besonders gute Schätzung, sehe ich gerade, 2,5 kommt am Ende raus. Dann geht es nach 2,7, 2,6. Naja, und den Wert des charakteristischen Polynoms, den habe ich Ihnen tatsächlich jeweils ausgegeben. Und Sie sehen, nach 5 Schritten haben wir hier mit dem Newton-Verfahren praktisch eine Nullstelle erreicht. Wir haben sowas wie 2,5 irgendwas und der Wert des charakteristischen Polynoms, der numerische Wert des charakteristischen Polynoms an dieser Stelle ist tatsächlich 0. Okay, das ist wunderbar und wir wollen auch mal, also Python gibt einem eine Möglichkeit vor, die Eigenwerte einer Matrix direkt auszurechnen und wir geben mal hier aus, was Python rausbekommt. Das ist 2,59 irgendwas und das ist auch tatsächlich unsere Näherung, die wir hier rausbekommen haben. Okay, gut, also das scheint zu funktionieren. Ja, also das ist wunderbar. Nun ist 3 natürlich keine Größenordnung, mit der wir rechnen wollen. Ich habe am Anfang mal gesagt, unser Beispiel für Eigenwerte ist die Google-Matrix mit Milliarden von Zeilen. Wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wir setzen mal n gleich 32. Ja, das heißt, wir wollen die Eigenwerte einer 32 kreuz 32 Matrix berechnen und machen dasselbe wie vorhin. Das heißt, erstmal plotten wir das charakteristische Polynom. Also das sieht schon mal erst ein bisschen komisch aus. Warum sieht das so komisch aus? Naja, also erstmal, es ist das passiert, was ich vorhin schon angekündigt habe. Diese stochastischen Matrizen haben die Eigenschaft, die haben einen großen Eigenwert und viele kleine vom Betrag. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall. Ne? Ist halt so.
Aber insbesondere das Polynom, das geht jetzt natürlich hin und her hier vorne. Warum? Na, wir haben ein Polynom vom Grad 32. Das heißt, da kommt sowas vor wie x hoch 32. Das ist schon verdammt schwierig auszurechnen. Ja, also das ist was, was schon nicht mehr so ganz einfach ist. Das ist schon durchaus tricky. Und die Nullstellen liegen hier vorne alle ganz nah aneinander und wir haben hier vorne wirklich extreme Oszillationen. Ich habe das hier mal geplottet im Bereich von minus 1 bis 1 und dann geht das hier wirklich, ich sehe praktisch nichts von der Funktion, ja, weil die tatsächlich so steil ist. Okay, gut. Wir sehen, 30, also die liegen alle in der Nähe von 30 da vorne. Oder die eine Nullstelle, die wir suchen, nämlich den betragsmaximalen Eigenwert, der liegt in der Nähe von 30. Also fangen wir mal an mit 30 und gucken uns an, was passiert. Und wir haben ein bisschen Pech gehabt. Ja, also ich bin hier mit 30 angefangen und das wird immer kleiner. Es geht immer weiter weg von der 32 da vorne. Wie kann man sich das erklären? Das Newton-Verfahren sagt uns, es ist lokal konvergent. Ja, das heißt also, wenn ich nah genug an einer Nullstelle starte, dann konvergiert es auch gegen diese Nullstelle. Offensichtlich war ich hier nicht nah genug, denn man sieht schon hier vorne, ich gehe immer weiter weg. Wir können ja sagen, vielleicht wird es hinterher noch besser. Also lassen wir uns mal die ersten 100 ausgeben. Und da sehen Sie, es wird nicht besser. Ja, wird immer kleiner. Und am Schluss sehen wir, es scheint so zu konvergieren gegen eine andere Nullstelle. Ja, also ich lande am Ende bei 4,3 und das heißt, ich bekomme diese Nullstelle hier vorne. Das heißt, das Newton-Verfahren, wir haben sogar eigentlich Glück gehabt, das Newton-Verfahren hat überhaupt konvergiert gegen eine Nullstelle. Das ist keineswegs gesagt, aber es ist nicht konvergiert gegen die Nullstelle, die wir eigentlich erwartet hatten, nämlich hier vorne. Meine Vermutung wäre jetzt, wahrscheinlich war meine Näherung einfach zu schlecht. Und ich versuche es mal mit 32, ja, wenn ich mir das genau angucke, ist 32 vielleicht gar keine schlechte Idee. Und in diesem Fall, wie sieht es aus? Hier am Anfang sieht es immer noch nicht gut aus. Okay, aber hier haben wir nach relativ kurzer Zeit haben wir Konvergenz. Und zwar Konvergenz gegen den Wert 32,95 irgendwas. Okay, das heißt auch in diesem Fall hat das Newton-Verfahren offensichtlich konvergiert. Und also numerisch konvergiert, ja, wir müssen es jetzt noch ein bisschen genauer zeigen. Und das scheint auch der richtige Wert zu sein, das ist offensichtlich der Wert, den wir haben wollten. Das heißt also, wir sehen schon mal das erste Problem vom Newton-Verfahren. Wir brauchen eine gute Startnäherung, sonst haben wir eventuell gar keine Konvergenz oder hier in diesem Fall Konvergenz gegen die falsche Nullstelle oder gegen den falschen Eigenwert, den wir eigentlich nicht haben wollen. Denn zum Beispiel für das Gesamtschrittverfahren, für die Konvergenz des Gesamtschrittverfahrens brauchen wir den größten Eigenwert, ja, den betragsgrößten Eigenwert. Okay, also das ist schon mal nicht so schön, aber noch was anderes ist viel schlimmer. Ich habe hier vorne den Wert ausgegeben, gegen den das Newton-Verfahren konvergiert ist, also hier 32,95 und so weiter. Und hier den Wert des Polynoms. Und der Wert des Polynoms ist minus 7 mal 10 hoch 31. Und das sollte eigentlich eine Nullstelle sein. Ja? Tatsächlich ist das auch fast eine Nullstelle. Denn wenn wir uns mal diesen Wert hier vorne angucken, das ist also jetzt, der unterscheidet sich von diesem Wert hier, glaube ich, in der achten Stelle hinter dem Komma oder sowas. Ja? Ups. In der achten Stelle hinter dem Komma. Trotzdem wenn ich in das charakteristische Polynom den oberen Wert einsetze, kommt was Positives raus, nämlich ungefähr 5 mal 10 hoch 37. Wenn ich diesen Wert einsetze, kommt raus minus 7 mal 10 hoch 31. Auf der einen Seite ist das gut, denn da weiß ich, zwischen diesen beiden muss tatsächlich eine Nullstelle liegen. Ja? Also dazwischen muss ein Nulldurchgang sein. Aber man sieht auch, wenn so ein kleiner Unterschied, so ein kleiner Unterschied in dem Argument, so einen großen Unterschied hier vorne macht in den Ergebnissen, da wird es aber verdammt schwierig sein, tatsächlich eine Nullstelle genau zu bestimmen. Und das ist eben auch tatsächlich so. Schon bei 32 kreuz 32 haben wir wirklich ganz extreme Probleme, überhaupt diese Nullstelle zu suchen, überhaupt die Nullstelle des charakteristischen Polynoms zu finden. Ja, wir haben zwar in diesem Fall mal Glück gehabt, aber das hängt auch wirklich tatsächlich daran, dass wir hier wirklich optimale Bedingungen geschaffen haben mit den zufälligen Matrizen. Das ist im Normalfall nicht der Fall. Okay, wir schauen uns mal die wirklichen Eigenwerte an.
Also zumindest die Python ausrechnet, die liegen in der Größenordnung 32,95. Und da sehen wir, das ist tatsächlich die Nullstelle, die wir ausgerechnet haben. Und wenn Sie sich noch erinnern, 4,37, das war die zweite Nullstelle. Das war die, die wir vorhin beim ersten Mal ausgerechnet hatten. Okay, da fällt natürlich auch was auf. Moment mal, wie macht Python das eigentlich? Ja, also in Zeit nichts, ich mache das nochmal, berechnet er mir alle Nullstellen dieses Polynoms. Da muss es also offensichtlich einen Trick geben. Ja, also, und diesen Trick werden wir uns nicht ganz genau anschauen, aber wir werden uns was Ähnliches anschauen. Und die Grundlage dieses Tricks ist etwas, was Sie schon in der linearen Algebra vermutlich kennengelernt haben, als Satz von Perron und Frobenius. Ich habe zumindest gesehen, beim Siegfried Echterhoff steht es tatsächlich auch groß im Skript. Und im Grunde ist die Idee die folgende. Ich nehme mir einen zufälligen Vektor und nehme den immer wieder mit einer Matrix mal. Ja, das heißt, also ich berechne immer das Matrix-Vektor-Produkt, also sowas wie xk plus 1 gleich axk für irgendein zufälliges x0 und schaue mir an, was aus diesem Vektor wird. Ja, und ich habe das hier jetzt 100 Mal gemacht und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da rauskommt. So, und das ist jetzt ein sehr großer Vektor. Lassen Sie mich einmal n gleich 3 setzen, dann sehen wir erstmal, was hier passiert. Ups. N gleich 3. Ach so, okay, da muss ich natürlich auch eine zufällige Matrix der Größe 3 erzeugen. Dann gehen wir hier oben nochmal kurz zurück und setzen hier oben n gleich 3. Das wäre der richtige Weg gewesen. Ja, das passiert, wenn man zu schnell sein will. Und machen wir das hier vorne. Und jetzt funktioniert das Ganze. Und ich habe jetzt 100 Mal diesen zufälligen Vektor mit der Matrix A mal genommen, oder umgekehrt, ja, 100 Mal die Matrix mit diesem Vektor mal genommen, immer wieder neu ausgerechnet. Und was da rauskommt, ist jetzt ein Vektor der Größenordnung 10 hoch 35. Da steht da sowas wie 8 mal 10 hoch 35 und so weiter. Okay, ich normiere, da sehe ich an dem Vektor sehe ich nichts. Also normiere ich den einfach mal und teile diesen Vektor durch die Norm und dann kommt raus der Vektor 0,51, 0,71, 0,47. Okay, gut. Außerdem berechne ich nochmal a mal x und ich teile jetzt mal elementweise den Vektor a mal x durch x. Ja, also ich berechne a mal x geteilt durch x einfach elementweise. Und da stellen wir fest, was da rauskommt, ist 2,31, 2,314, 2,314, 2,314. Das heißt also, a mal x ist 2,31 mal x. Okay, wenn das so ist und x ist nicht gerade der Nullvektor, dann ist x ein Eigenvektor der Matrix zum Eigenwert 2,314 und so weiter. Okay, gut. Das heißt also, mit dieser einfachen Methode, nämlich einfach einen zufälligen Vektor erzeugen und immer wieder eine Matrix drauf anwenden, durch diese einfache Methode haben wir hier vorne einen Eigenwert gewonnen. Okay, und schauen wir mal, ob das tatsächlich mit dem übereinstimmt, was wir ausgerechnet haben. Und da habe ich unten haben wir ausgerechnet 2,314 und was Python ausgerechnet hat, war tatsächlich auch 2,314. Ich glaube, das stimmt hier sogar auf alle Stellen tatsächlich überein. Das heißt, eine einfache Methode, Eigenvektoren einer Matrix zu berechnen, scheint zu sein, ich nehme einfach einen zufälligen Vektor und wende eine Matrix immer wieder drauf an. Okay. Gut, das hat jetzt hier für eine 3×3-Matrix funktioniert. Da hat aber oben auch das Newton-Verfahren funktioniert. Also versuchen wir das Ganze nochmal mit n gleich 32. Ja, wir lassen das wieder durchlaufen und schauen wir mal, was in diesem Fall passiert. Wir haben wieder Konvergenz. Ja, also das hier ist a mal x geteilt durch x, elementweise durcheinander geteilt, ist 32,031. Das heißt also ax ist gleich 32,031 mal x und das bedeutet, x ist ein Eigenvektor. Und der Eigenwert ist so ungefähr 32,03. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich weiß gar nicht, warum das hier nicht funktioniert. Ah, doch, da ist es ja. 32,03 hatten wir da unten ausgerechnet und hier sehen Sie es auch. 32,03, das ist genau das, was auch Python ausgerechnet hat.
Okay, das heißt also, das hat jetzt auf einer 32 Kreuz 32 Matrix auch funktioniert und es war wahnsinnig schnell. Ja, muss einfach nur ein paar Mal die Matrix anwenden. Stellen Sie sich jetzt noch vor, dass unsere Matrix dünn besetzt ist, das heißt viele Nullen hat, und dann können wir dieses Matrix-Vektorprodukt wahnsinnig schnell machen. Und ja, das scheint also eine sehr attraktive Methode zu sein und deshalb wollen wir die auch heute ein bisschen genauer untersuchen.